Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herzlich willkommen im Hause des Herrn, wo sein Wort uns zur Ruhe und sein Abendmahl uns erquicken will. Letzten Sonntag war das Thema Apostel und Propheten. Der Herr sendet seine Boten in alle Welt. Wir sind die Gesandten, die apostolische Kirche. Heute ist das Thema die große Einladung, also die Botschaft. Warum werden sie gesandt? Um einzuladen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dazu gibt es Gemeinde, die Stimme Jesu, die Einladung in dieser Welt zu verkündigen. Erlaubt mir, möge der dreieinige Gott uns reichlich segnen, hier in der Glaubensgemeinschaft mit seinem Wort und Sakrament. Wir beginnen mit dem ersten Lied, 311, Ich will dich lieben, meine Stärke, folgen wir Verse 1, 2 und 5. Vers 1, 2 und 5, bitte mitfolgen. Damit wir diesen Gottesdienst recht und rein feiern können, wollen wir uns demütigen. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen. Danach möge jeder in der Stille seine eigenen Sünden bekennen, die dich belasten und die du vor Gott bringst. Lasst uns knien und unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Vater der Barmherzigkeit, Gott, du Quelle des Lebens, du hast deinen Sohn in unserem Leben gesandt. Er ruft alle mühseligen und beladen zu sich. Erfrische uns in seiner Gegenwart durch den Strom der Kraft und der Liebe, die von ihm ausgeht, durch alle Zeiten. Erhöre das Bekenntnis eines jeden, wie wir in der Stille unser Herz vor dir öffnen und in der Stille beichten.
Christe, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Christe, erbarme dich. Amen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So seien eure Sünden vergeben, um dessen Willen, der für uns gestorben ist. Wahrlich, wer glaubt und getauft ist, der soll selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Auf den festen Grund deiner Liebe gestellt und lässt uns nicht allein. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir dich fürchten und lieben und deiner Führung allezeit vertrauen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Lesung aus den Sendschreiben zu diesem zweiten Sonntag nach Trinitatis hören wir aus Epheser 2, Abvers 17. Paulus schreibt: Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die ihn nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Soweit die Lesung. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Thank you.
hören auch das Evangelium aus Lukas 14 für diesen Sonntag, die große Einladung. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seine Knechte aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach: Ich habe 5 gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und die Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinde und Lahme herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken werden. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Lasst uns nun zusammen mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren Glauben bekennen, Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns. Aus Matthäus 11, Abvers 25 hören wir: Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erden, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir beten mit dem Gesangvers: Sei im Übrigen ganz stille. Du wirst schon zum Ziel gelangen. Glaube, dass sein Liebeswille stillen werde dein Verlangen. Darum suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen. Kantate singet, dazu war dieser Abschnitt in der vorigen Predigtordnung eingeordnet. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erden. Und nun in der neuen Serie zum Thema die große Einladung. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Für mich geht es um die geheimnisvolle Erkenntnis dieses Christus. Herr, wer bist du? Und warum stellst du dich auf dem Marktplatz und rufst laut zusammen mit all den anderen Religionen in die Masse hinein? Wie eine Marktfrau ruft: Kauft, kauft hier bei mir! So auch Jesus auf dem Tempelplatz mitten zwischen Händlern, Religionslehrern und Polizisten. Ist Gott doch der Gott des Himmels und der Erden? Warum sehen und erkennen die Menschen ihn denn nicht? Und dass Jesus sein Gesandter ist. Warum tritt Gott nicht auf mit einem Erdbeben oder Vulkanausbrüchen und Sonnenfinsternis, damit sie alle sehen und sich erschrecken und sich vor ihm beugen? Warum? Nun, ganz einfach. Dann wäre Jesus wie alle anderen Göttervorstellungen. Er würde einer von vielen sein, die seine Macht und Gewalt demonstrieren. Ja, in der Tat würden sich die Menschen wohl vor ihm beugen, aus Angst und Schrecken, Furcht und Gehorsam. Aber ihr Herz würde Gott nicht erreichen. Frag doch mal Menschen, ob sie einen furchterregenden Diktator lieben. Und seit dem Paradies sehnt sich Gott von ganzem Herzen, dass seine geliebten Geschöpfe ihn auch lieben werden, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und mit allen ihren Kräften. Aber das Herz der Menschen bleibt ferne. Und so macht sich Gott noch einmal auf, ganz neu in Jesus Christus. Und er kommt zu den Seinen, in Fleisch und Blut, in einem menschlichen Körper und spricht ganz auf menschlicher Ebene mit ihnen, freundlich, einladend. Er identifiziert sich mit ihnen in ihrer Armut, in ihrer Schwachheit, in ihrem Elend, in ihrem alltäglichen Überlebenskampf. Er ist mit ihnen, er ist ihnen ganz nahe, in ihrer Müdigkeit. Ja, an einer anderen Stelle in Matthäus heißt es, er war mitten unter ihnen, ihnen, sie, die wie Schafe waren ohne einen Hirten, zerstreut, ausgeliefert, geschunden, ausgebeutet, ohne Hoffnung, dass sich ihre Situation ändern würde. Zu ihnen kommt Gott in ganz besonderer Weise, die, die wissen, wie arm sie dran sind. Natürlich kommt Gott auch zu den Reichen und den Mächtigen. Aber sie sind es ja gerade, die ihre Macht missbrauchen, die sehr viel vorzuweisen haben und keinen Erlöser brauchen.
Bitte, hoffentlich versteht ihr richtig. Die Reichen verwerfen Jesus nicht, weil sie reich sind, sondern weil sie meinen, sie brauchen keine Hilfe, keinen Erlöser, keinen Gott. Sie kommen doch ganz gut alleine zurecht und sind stolz darauf. Es gibt ja auch Arme, die meinen, sie brauchen keine Hilfe. Aber zu denen, die wissen, wie abhängig sie sind, zu denen kommt Gott in der schwachen Gestalt des Jesus. Und ich meine, so ist dieser Ausruf gemeint. Ich danke dir, Vater, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Das muss man zynisch hören, den Weisen und Klugen. Ne? Und hast es den Unmündigen offenbart. Den Unmündigen im Griechischen, das ist das Wort, das klingt so schön, Nepios. Wahrscheinlich nichts mit den Nepis zu tun, aber doch per Bedeutung nach die Kinder, die in der Gesellschaft nichts zu sagen haben. Einfache, simple Leute ohne Schulausbildung. Jemand könnte jetzt beängstigend fragen, muss ich jetzt auch ganz simpler Mensch sein, um Gottes Geheimnisse zu erkennen? Vielleicht eine ganz gute Frage, nicht wahr? Simpel in der Hinsicht, dass du wie Kinder das Reich Gottes auch zulässt, dich einfach hineinnehmen lässt, wie ein Kind staunst und Gottes Worte auf dich wirken lassen. Ja, sowas kann auch ein Professor oder Professorin oder ein Papst. Auf den Titel kommt es nicht an, sondern auf die Haltung, dieses Geschenk auch zu empfangen. Denn Gott kann man nicht kennen, es sei denn, und Jesus sagt es, es sei denn, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Soweit die erste Hälfte. Und dann dieser Marktschrei. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich dachte so bei der Vorbereitung, bei mir selbst, also ich würde das nicht so schnell ausrufen, denn ich kann das überhaupt gar nicht erfüllen. Das wäre bei mir noch schlimmer als die Versprechen der Politiker vor einer Wahl. Denn Jesus redet ja nicht nur von äußerlichen Beschwerden, die er erleichtern möchte, sondern auch vom innerlichen Gemütszustand. Ruhe für eure Psyche. Psyche ist das griechische Wort und meint einfach hier auch für euren Leben, für euren Alltag, für euer Atem, eure Körperkraft, euer Dasein. Es meint hier nicht Seele, wie wir manchmal sagen, nach dem Tode die Seele bei Gott sein wird. Nein, einfach das Leben. Kommt zu mir, sagt Jesus. Nun, was sagen wir denn normalerweise zu denen, die niedergeschlagen und schwer belastet sind? Was sagen wir zu denen, die ein Burnout hatten und nervlich am Ende sind? Geht doch zur Rehabilitation. Ein Psychiater wird gewiss helfen können. Schuldberater oder sonstige Helfer. Und wenn die nicht helfen können, dann raten wir, weil dann veränder deine Situation, such dir eine andere Arbeit, zieh um in einer anderen Stadt, andere Menschen um dich und so weiter. Aber sind diese Hilfen wirklich Hilfen? Ja, vielleicht, aber wenn ich zuerst erkenne, dass sie wirklich von Gott gesandte Helfer und Helferinnen sind. Wie sagen wir im Psalm? Meine erste Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch mich geschaffen hat und mich sicher in seiner Hand hält. Jesus kann liefern, was er verspricht. Und die Einladung der Erquickung kann ja nur dann zur Wirkung kommen, wenn ich mich diesem Versprechen anvertraue. Und so verstehe ich dieses Kommen zu Jesus als eine innere Haltung der totalen Abhängigkeit gegenüber einer Macht außerhalb von mir, die ich nicht kenne. Und ich beginne im Gebet zu stammeln. Herr, du kommst zu mir, schenk mir dein Versprechen,
so lass doch dein Wort an mir wahr werden. Und dann kann der Herr auch durch das Wort eines Psychiaters wirken oder die Medizin eines Arztes oder die Hilfe eines Freundes, Freundin. Aber dann wissen wir, Gott wirkt. Und die Heilungsgeschichten gibt es viele Arten. Einige sind plötzlich und intensiv, andere über Jahre. Manchmal mehr innere Heilung, die Heilung des Körpers nach sich zieht. Manchmal körperliche Heilung, wo das feste Vertrauen oder der Glaube erst später wächst. Manchmal gar keine körperliche Heilung, aber die Seele, die Psyche des Menschen kommt zur Ruhe. Ihr, die ihr Ruhe und Harmonie und Ausgeglichenheit erfahren habt, ihr, die ihr die Gegenwart des Herrn erlebt habt, schweigt nicht von dem, was ihr erlebt habt. Und hier sind viele von euch in unserer Mitte. Ich bin überzeugt, dass hier fast niemand sitzen würde, wenn du nicht schon irgendwann einmal diese unerklärliche Ruhe Gottes erfahren hast. Vielleicht bist du auch jemand, der darauf wartet, dass Gott noch auf deine Lebensfragen Antworten geben wird. Vielleicht ist Gott noch mit dir unterwegs. Wo immer du dich auf deinem Lebensweg befindest, lass diese Einladung zu deinen Ohren eingehen. Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und nun noch ein Vers. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Was ist das mit diesem Joch? Ihr wisst, was ein Joch ist. Ein Holzbalken, den man entweder auf die Schultern eines Tieres legt, oder es gibt auch kurze Holzbalken, die man selber auf den Menschen legen kann, wo dran an Enden dann Holzeimer oder sonstiges befestigt werden kann. Dann kann man diese mit einem Joch tragen. Oder bei Tieren eben kann man Lederriemen dran spannen oder Ketten, dass sie dann mit diesem Joch einen Wagen ziehen können. Man muss verstehen, dass dieses Bild von einem Joch eine typische Redewendung ist für die Rabbis. Rabbis, die gerne Schüler um sich sammeln wollten. Und das Joch sind die Vorschriften, die Rezepte für ein glückliches Leben, die Weisheiten, damit ein Leben gelingen kann. Und wer will dann nicht ein glückliches Leben haben? Doch der oder die nimmt dann gern auch ein paar Lebensübungen in Kauf. Das kostet dann auch ein bisschen Disziplin, aber dafür bekommst du ja dann auch Ansehen und Ehre in der Gesellschaft. So ist das im Sport, in der Akademie, Wissenschaft oder auch als religiöser Lehrer kann man viel Erfolg erarbeiten. Ihr erinnert euch noch an Martin Luther. Er suchte damals das strengste Kloster aus, denn er war in seinem Ringen desperat, irgendwas zu tun, solange doch nur seine Seele zur Ruhe kommen kann. Es waren lange, schwere Jahre im Kloster, bis die Erkenntnis endlich durchdrang durch das Psalmwort: Herr, mache mich gerecht durch deine Gerechtigkeit. Also nicht meine Gerechtigkeit, meine Werke, was ich tue, sondern was du für mich getan hast. Denn das Wort im Galaterbrief, so halten wir dafür, dass der Mensch gerecht vor Gott werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also wenn ich das Bild dann übertragen darf vom Joch. Zuerst hatte Martin Luther sich unter das Joch des Augustinersorden gestellt. Mit den anderen Mönchen zusammen hatte er gestrebt, die Stufen der Heiligkeit zu Gott zu steigen, bis Gott ihm jedoch das andere Joch zeigte, das Joch Jesu. Stelle dich zu ihm. Er hat schon alles für dich getan, damit du heilig, gerecht und gut vor Gott dastehst. So leicht ist dieses Joch. Es ist gar keine Last mehr, sondern
Geschenk, Verheißung, Leben. Wenn du fragst, was ist der Preis für dieses Leben, das nur Jesus gibt? Es kostet mir, dass ich das andere Joch loslasse. Dort, wo ich mich immer bemüht habe, das Leben herauszukriegen. Vielleicht hattest du dir selbst gesagt, wenn ich Titel und Ansehen habe, dann habe ich das Leben. Oder wenn ich Reichtum, Sicherheit und Macht habe, dann werde ich aufleben. Und du merkst, wie schwer es ist, diesen Lebensstil zu handhaben. Du auch gehst darunter kaputt. Wir legen uns selbst viele Gesetze auf, sodass wir gar nicht mehr mithalten können. Nenne, was du willst. Wir alle haben Erwartungen, wie unser Leben reich und erfüllt sein kann. Das Joch Jesu hat seinen Preis, nämlich gib das andere Joch ab. Nimm sein Joch auf dich, nimm seine Worte in dich auf. Und einen letzten Gedanken, der unbedingt zu diesem Joch und zu dem Matthäusevangelium dazugehört. Das Joch hat ja einen Sinn, nämlich, dass man etwas trägt oder bei Tieren, dass ein Wagen gezogen werden kann. Man ist unterwegs, auf einem Weg, mit einem Ziel. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Auch Jesus war unterwegs mit einem Ziel. Was ist doch jedoch sein Joch? Das ist das Joch, das der Vater ihm auferlegt hat. Das ist der Auftrag. Geh zu den Menschen, teile ihr Leben. Sein Joch ist, gehe hin und nehme die Lasten der Menschen auf dich. Lerne ihre Schmerzen kennen, teile ihre Sorgen, bringe du ihnen Heilung für ihre Krankheit. Das Joch Jesu ist, nehme die Sünden der ganzen Menschheit auf dich und trage sie ans Kreuz. Und du, Jesus, geh für sie ins Grab, in den Tod, den sie Menschen so fürchten. Sein Joch ist sein Lebensweg. Wo der Vater dann auch sagt, ich werde dich am dritten Tage aus der Todeshöhle herausholen und du wirst Sieger sein über Hölle, Tod und Teufel. Und ich werde dich in Ehren in die himmlische Herrlichkeit aufnehmen. Das ist das Joch Jesu. Bist du Teil dieses Jochs, dieses Weges, dieser Mission? Wir hören, Jesus lädt dich ein, sein Joch auf sich zu nehmen. Auf dich zu nehmen, um teilzuhaben an seinem ganzen Leben von Bethlehem bis zur Himmelfahrt. Dieses Joch jedoch ist keine Last, sondern wer es auf sich nimmt, für den bedeutet es Befreiung, Teilnahme an seinem Leben, Sterben und Auferstehung. Das ist der Grund der tiefen Gewissheit eines Christen und der Grund der Freude. Jesus bietet es dir heute an. Versuch es doch mit ihm. Jesus möchte dein Herz. Doch es hat einen Preis. Es kostet dir alles. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanftmütig, meine Last ist leicht, aber ich schenke dir ewige Ruhe. Lieber Mensch, du bist gerufen. Amen. Herr, was kein Mensch vermag, vermag allein dein Wort. Die Lasten, die ich trag, nimmst du und trägst sie fort. Dein Wort ist Kraft, dein Wort ist Licht, ist Hoffnung, Trost und Zuversicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Herzens bete ich dich an, o Herr. O mein bester Kraft und Schild, von dir allein soll mein Geist erfüllt, aus der Tiefe meines Herzens. Wir beten. Vater im Himmel, du schenkst uns unser täglich Brot, auch wohl ohne unser Gebet, aber wir sagen dir Dank und erkennen, dass es deine Gaben sind, die wir von den Feldern geerntet haben, die wir als Gehalt verdient haben oder auf sonstige Weise bekommen haben. Wir bringen dir von diesen Gaben in den Kollekten durch die Banküberweisung und durch unseren Dienst an unserem Nächsten. Segne diese Gaben, damit deine Kirche auf Erden und dein Reich in der ganzen Welt sich ausbreite. Dir bringen wir Ehre mit unserem Loblied. Danke, Herr, dass wir zu dir rufen dürfen. Herr, erbarme dich. Dein Wort ist die große Einladung, wir hören und kommen. Nimm uns hinein in die Feier deiner Versöhnung, in deine Worte, in dein Reich. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Heile, Herr, auch unsere Gemeinschaft, die gestört ist zwischen den Menschen unserer Tage, dass sie sich finden am Tisch des Herrn und Erlöser Jesus Christus. Ja, dass alle Menschen zu dir finden, Habende und Bedürftige, Gesunde und Kranke, Fröhliche und Bedrückte, Wissende und Zweifler, Fromme und die voller Fragen sind. Für sie alle rufen wir dich an, Herr, erbarme dich. Für diese deine Gemeinde, Herr, mit so vielen Gaben, die du geschenkt hast, dass wir einander weiterhin dienen, dass wir einander schätzen und ehren, dass wir aufeinander hören
und zusammen als der Leib Christi in dieser Welt Zeugnis geben, dass du in unserer Mitte bist. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. So wecke die Müden auf, dass sie sich wieder freuen können. Gib den Verbitterten einen getrösteten Blick. Lass die Ratlosenden Ruhe bei dir finden. Nähre die Hungernden aus deiner Liebe. Kleide die Unansehnlichen mit deiner Barmherzigkeit. Nimm die Stummen hinein in deinen Lobgesang. Umfange die Einsamen durch deine Nähe. Für sie alle lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Baue deine Kirche mit uns, woher wir auch kommen. Durchdringe uns mit deinem Leben und nimm uns hinein auf den Weg durch das Kreuz und Auferstehung hin zum ewigen Leben. Für uns alle lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Und nun, wenn du uns einlädst zu deinem heiligen Abendmahl, dass es diene zur Aufbauung deines Leibes, unseres Leibes und Seele, Herz und Verstand. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Leih uns Frieden, gnädig Krieg, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer Gott nie, der für uns gehemmt ist reiten. Sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Und seine Güte wird ewiglich. Halleluja. Lasst uns beten. Wir danken dir, Gott, für dein Wort, für deine Erquickung, für die Gemeinschaft an deinem Tisch. Als Gäste in deinem Haus, hilf uns, hinauszugehen in die Welt, deine Welt, um weiterzugeben, was wir empfangen haben. Freude für die Verbitterten und Verzagten, Friede für Streitende und Leidende, Freiheit für Unterdrückte und Gebundene, Gewissheit für die Zweifelnden. Gib uns Ausdauer in deinem Dienst und lass uns immer neu aus deiner Liebe leben, schöpfen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 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 Dankeschön, dass ihr da wart. Der Herr sei mit euch. Wir werden Abkündigungen per WhatsApp auch weiter ausschicken. Wir wünschen noch einander einen gesegneten Sonntag. Auch weiter im Morgen. Danke. Wir bleiben stehen für die letzten beiden Verse.